meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder reinschauen. Ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief, heute am Mittwoch, dem 24. September 2014. Ja, der DAX zeigte sich gestern doch bemerkenswert schwach. 1,58% war die Tagesperformance, allerdings auf der Minusseite der Skala. Es gab gerade mal einen Gewinner, 29 Verliereraktien. Der einzige Gewinnerwert unter den 30 Titeln war Merck, also die deutsche Merck. Der Euro Stoxx 50 ebenfalls recht schwach, 1,58% Kursverlust auch hier. Hier gab es gerade mal einen Gewinner, dem 49 Verlierer gegenüberstanden sogar. Und auch die Wall Street war schwächer, der S&P 500 beispielsweise 0,57%. Und auch bei diesem ja sehr breiten Index ergab sich doch eine recht eindeutige Überzahl an Verliereraktien gegenüber den Gewinnern. Heute wichtiges Konjunkturschlaglicht kommt vom IFO-Institut. Der IFO-Geschäftsklimaindex wurde heute schon gemeldet. Per September wurde ein Klimaindex von 104,7 Punkten gemeldet. Damit wurde die Talfahrt der letzten Monate fortgesetzt. Von 111,2 Punkten im April ging es ja in jedem der nachfolgenden Monate rückwärts. Im August lag der Wert noch bei 106,3 und im September nun, wie schon gesagt, bei 104,7 Punkten. Nicht nur der Klimaindex war schwächer, sondern auch der Index für die Lageeinschätzung und auch der Index für die Erwartungen. Der Index für die Lageeinschätzung gab nach von 111,1 Punkten im August auf zuletzt 110,5. Und beim Erwartungsindex ging es rückwärts von 101,7 auf 99,3 Punkte jetzt zuletzt. Also 101,7 Punkte im August auf jetzt 99,3 Punkte. Also hier ein eher unerfreuliches Bild, was die Stimmung in der gewerblichen Wirtschaft Deutschlands hier angeht. Kommen wir zu einigen Unternehmensschlaglichtern. Philips, fangen wir damit mal an, ein internationales Schlaglicht. Philips möchte das strategische Profil anpassen oder auch schärfen. Teil davon ist eine Aufteilung in zwei große Bereiche. Zum einen den Bereich der Lichttechnik, wozu allerdings nicht die LED-Komponenten gehören sollen, sowie auch nicht das Automotivbeleuchtungsgeschäft. Und auf der anderen Seite das Gesundheitstechnikgeschäft oder das Gesundheitsgeschäft in dieser Sparte dann inklusive der Themen Healthcare und Consumer Lifestyle. Für die künftige Lichttechnik Company zeigt man sich offen für verschiedene Optionen, um die eigene Struktur zu verändern und auch einen direkten Marktzugang zu schaffen. Im Verlauf 2015 soll es dann dazu weitere Informationen geben. Die Aktie jedenfalls legte gestern zu und legt auch heute noch eine Schippe drauf. Sieht damit charttechnisch durchaus interessant aus. Continental. Schauen wir in diese Richtung. Gestern unter Druck, eine der schwächsten Einzelwerte unter den 30 Titeln im DAX. Wir hatten das Unternehmen bzw. die Aktie ja in der jüngsten Ausgabe von Geld oder Brief, der wöchentlichen Sendung des Frankfurter Börsenbriefs, angeleuchtet. Allerdings war das Stop-Buy-Limit, über das wir da auch gesprochen hatten, noch nicht zum Tragen gekommen. Die Börsenzeitung berichtet, dass Michelin die Absatzprognose für 2014 einkassiert habe. Auch sollen Marktteilnehmer die Conti-Schwäche gestern auf eine Kurszielsenkung durch die UBS zurückgeführt haben von 170 auf 175 Euro. Ich halte von diesem Kursziel nicht allzu viel. Unser Kursziel liegt da schon eher bei 220 Euro, also deutlich höher. Und die Aktie erscheint auch weiterhin interessant. Die Frage ist eher, mit welchem Timing man sich hier eben neu aufstellt oder neu wieder investiert. Heute jedenfalls haben Sie dazu keine akute Eile. Dann noch ein weiteres Schlaglicht aus dem SDAX in diesem Fall, nämlich von SGL Carbon. Die Aktie war ja früher im MDAX, inzwischen notiert sie unter der SDAX-Überschrift. Hier geht es heute um etwa 6% rückwärts. Die Aktie ist also verhältnismäßig schwach. Der branchenverwandte GrafTech International hatte gestern eine Prognoseanpassung vorgenommen. Unser Statement zu SGL Carbon noch im jüngsten Frankfurter Börsenbrief war ja kein Engagement und dem muss man auch heute nicht allzu viel hinzufügen. Zum Terminkalender hier Informationen von Börse Go. Für heute war angesetzt, aus Japan der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Wiederum vorläufige Meldung oder der vorläufige Wert, der für heute angesetzt war. Aus den USA am Nachmittag unserer Zeit dann die Informationen über die Entwicklung bei den Neubauverkäufen. Ja, zur Strategie. Der DAX befindet sich in einer charttechnisch etwas kritischen Situation. Die 200-Tage-Linie lag ja per gestern bei etwa 9.555 Punkten. Die 50-Tage-Linie hat die 200-Tage-Linie bereits unterschritten, von oben nach unten gekreuzt. Sollte die 200-Tage-Linie nochmals verletzt werden, dann könnte durchaus auch noch etwas stärker Druck auf den deutschen Leitindex kommen, sodass das im Moment eine etwas knifflige Situation ist und man sich mit Käufen
eher zurückhalten soll auf kurze Sicht. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thyssen.